Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Anja Lorenz und wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, wie wir offene Online-Kurse, also MOOCs, mit Präsenzangeboten organisieren und arrangieren können. Dazu werden wir uns viele Beispiele anschauen und uns aber erstmal überlegen, was könnten wir denn für eine Ausgangssituation haben. Als Ausgangssituation haben wir vielleicht einen offenen Online-Kurs gefunden, der für unsere Lehrveranstaltung eine gute Idee ist und den wir weiter dafür nutzen wollen. Ich habe einfach mal als Beispiel mitgebracht den Kurs zum digitalen Selbstschutz, wo es darum geht, wie man sichere Zugangsdaten verwaltet, organisiert, was sichere Passwörter sind, worauf es darauf ankommt und wie man einen Passwortmanager nutzt. Stellen wir uns also vor, wir wollen den mit unseren Lernenden machen und überlegen uns jetzt, wie wir das Ganze arrangieren könnten. Da gibt es in der E-Learning-Welt den Begriff Blended Learning. Blended Learning heißt einfach, also wie beim Whisky, dass man verschiedene Sachen vermischt, und zwar Präsenz, Unterricht und Online-Kurse. Wobei es jetzt weniger auf diese verschiedenen Bestandteile ankommt, sondern mehr darauf, dass man die Präsenzanteile und die Online-Anteile verschieden zusammenstückeln kann. Das muss auch nicht nur ein Anteil sein, das können auch mehrere Sachen sein. Was vielleicht in unserem Kontext sogar noch wichtiger ist, dass es nicht nur auf Online und Präsenz ankommt, also zum Anfassen und nicht zum Anfassen, sondern darauf, dass man manche Sachen synchron machen sollte, also alle sind zur gleichen Zeit, lernen gemeinsam, und welche sind asynchron, also zeitversetzt, immer dann, wenn die Leute da Spaß dran haben oder wenn sie gerade Zeit dafür haben. Wie könnte man jetzt also so einen offenen Online-Kurs in das eigene Angebot arrangieren? Dazu haben sich Martin Ebner, Clara Braun und Sandra Schön Gedanken gemacht, und darauf aufbauend möchte ich einfach ein paar Modelle zeigen und die Begriffe verwenden, die sie in ihrer Studiebefragung da auch verwendet haben. Zum einen könnte man sagen, okay, man nutzt den MOOC konventionell, man nutzt den so, wie er da ist. Man hat ihn, man kann den Lernenden sagen, bitte lernt darüber, nutzt ihn so, wie er ist. Vielleicht kann man auch das Forum noch dazu betreuen und eine Abschlussklausur anbieten. Das ist hier hinten der rote Punkt mit der Hand. Das heißt immer nur, dass es optional ist. Und so kann man Lernenden ein Angebot machen. Das Ganze kann man sich zum Beispiel angucken im MOOC Pocket Code. Da ging es darum, dass vor allem Jugendliche und Kinder, aber auch, ich sag mal so, Programmieranfängerinnen und Anfänger programmieren lernen können und diesen Kurs durcharbeiten können und dabei betreut werden. Anderes Beispiel wäre der Video MOOC, wo man lernen kann, wie man Videos erstellt, wie man mit der Kamera umgeht, egal ob es jetzt eine große, komplexe Kamera ist oder ob es ein Smartphone ist, wie man Schnitte richtig macht und solche Sachen. Gut. Eine nächste Möglichkeit wäre zu sagen, man nimmt so einen MOOC, um den voranzustellen vor eine Präsenz- oder vor eine synchrone Veranstaltung. Das ist immer dann gut, wenn man ein gewisses gemeinsames Vorwissen mit den Teilnehmenden braucht. Und um dann sicherzustellen, dass alle das haben und nicht zufällig der eine das schon weiß und der andere nicht, kann man so einen MOOC voranstellen. Das haben wir gesehen zum Beispiel bei dem eMOOCs Pre-Conference MOOC. Die eMOOCs ist eine Konferenz, die steht für European MOOC Konferenz. Die hat 2016 in Graz stattgefunden. Und über diesen Online-Kurs wurden die Paper vorgestellt, die für den Best Paper Award vorgesehen waren. Jeder hat ein kurzes Video gemacht und so konnten sich das alle vorher angucken. Und man hatte dann nicht während der Konferenz nochmal so einen frontalen Teil, wo alle ihre Paper vorstellen, sondern man konnte direkt in eine Diskussion gehen und nochmal ein paar Sachen direkt klären. Und alle waren gemeinsam vorbereitet und wussten, was in diesen Papern steht. Dann diese klassische Vermischung, also Blended Learning, darauf bezogen gibt es die Möglichkeit, einen Blended MOOC zu machen. Das heißt, man hat wiederum einen offenen Online-Kurs und macht dann aber zu bestimmten Zeiten Präsenzveranstaltungen. Ganz üblich ist es, wenn man am Anfang von einem Kurs eine Veranstaltung macht, damit sich alle mal kennenlernen können, um den Leuten zu sagen, wie man sich das gedacht hat, wie man das Ganze organisiert, um vielleicht nochmal Fragen zu machen und erste Infos zu vermitteln. Man kann sich dann zwischendrin nochmal treffen, um vielleicht eine vertiefte Arbeitsphase zu haben oder Sachen praktisch zu erfahren
Und ganz üblich ist es auch am Abschluss nochmal eine Veranstaltung zu machen, vielleicht um nochmal so ein gemeinsames Gefühl zu kriegen, um sich Ergebnisse zu präsentieren, vielleicht auch um eine Prüfung zu machen, um da einen Abschluss zu kriegen. Als Beispiele gäbe es hier zum Beispiel den MOOC Klettern mit 360-Grad-Videos. Das ist wirklich ein MOOC, in den 360-Grad-Videos sind. Da kann man sich die Videos ganz gut mit einer Virtual-Reality-Kamera angucken, mit einer Virtual-Reality-Kamera-Brille. Die Kamera hat es aufgenommen. Und da war es wohl so, dass sie alle zusammengekommen sind. Sie haben das Prinzip von dem MOOC erklärt und im MOOC wurden dann theoretische Grundlagen fürs Klettern vermittelt und in den Treffen dazwischen konnte geklettert werden. Wir haben aktuell und auch schon in der Vergangenheit die OER-Fachexperten laufen lassen. Das ist ein Kurs, bei dem vor allem freiberufliche Trainerinnen und Trainer erfahren, was OER ist, also freilizenzierte Lernmaterialien, wie sie es selber nutzen können, wie sie es vielleicht selber in ihr Geschäftsmodell einbauen können. Und da ist es auch so, dass wir einen Auftakt haben, dass wir Webinare währenddessen haben und auch einen Präsenzworkshop, an dem an einem eigenen Projekt gearbeitet werden kann, das in der letzten Veranstaltung in der Prüfung vorgestellt wird. So ähnlich, nur ohne diese Zwischenveranstaltung, kann man den Inter-MOOC sehen, wo es eigentlich darum geht, dass man einen MOOC bearbeitet gemeinsam. Man hat allerdings eine Anfangsveranstaltung, eine Abschlussveranstaltung. Das ist relativ häufig der Fall, wenn man das eher so im Vorlesungskontext hat oder vielleicht auch mit einem Thema, was man länger behandeln müsste, aber die Leute mal am Anfang und am Ende zusammenbringen muss. Ein schönes Modell, weil es meiner Meinung nach auch viel zu selten genutzt wird aktuell noch, ist der Inverse Blended MOOC. Das heißt, das, was wir gehabt haben mit dem Blended MOOC, wenn man die Sachen zusammenstückelt, da ist es ja so, dass man sich von Anfang an diese Gedanken macht. Beim Inverse Blended MOOC geht man davon aus, dass man einen MOOC hat und sich dann überlegt, was könnte man denn dazu anbieten. Und diese Treffen, diese Präsenztreffen dazu kann man ganz verschieden nutzen. Man kann zum Beispiel beim EB-MOOC, das ist ein MOOC für Erwachsenenbildnerinnen, die haben dazu Lerngruppen. Ich meine, das ist in Volkshochschulen, wo die sich treffen. Sie haben aber auch Webinare dazu, wo bestimmte Expertinnen und Experten zusammenkommen, an denen alle teilnehmen können. So was Ähnliches haben wir gemacht beim Ich-MOOC, da ging das um das mein digitales Ich im Internet. Es ging darum, ob ich ein Foto von mir als Avatar nutzen sollte oder lieber ein nützliches Katzenbild, ob ich mit meinem Chef befreundet sein soll auf Facebook oder ob ich das auch ablehnen kann. Und genau zu diesen Fragestellungen wurden dann in verschiedenen Volkshochschulen Präsenzveranstaltungen angeboten und auch Webinare mit Expertinnen und Experten gemeinsam geschaut. Oder was jetzt auch vor kurzem erst abgeschlossen ist, es war der BMOOC, wo es um Imkerei und wesensgemäße Bienenzucht geht. Und da war es so, dass sich begleitend zum MOOC Imkerinnen und Imker bereit erklärt haben, für die Teilnehmerinnen ihre Station zu öffnen und einfach zu sagen, wenn ihr das mal in echt euch anschauen wollt, dann kommt doch gerne vorbei. Wir zeigen euch, wie so ein Bienenstock aussieht und wie diese vermittelten Inhalte sich tatsächlich im richtigen Leben auswirken. Da gibt es auf alle Fälle noch sehr viel Luft nach oben, das in anderen Szenarien und zu anderen offenen Online-Kursen auch zu tun. Und für das nächste brauche ich einen kurzen Exkurs. Und zwar gibt es die Begriffe Flipped oder Inverted Classroom. Das geht einfach von der klassischen Veranstaltung aus. Also in klassischen Veranstaltungen, in Vorlesungen oder auch in der Schule haben wir es ja oft so, dass eine Lehrperson, ein Lehrer, eine Dozentin einen Input gibt in der Vorlesung oder im Unterricht als Frontalveranstaltung. Alle müssen zuhören und mitschreiben. Und dann gibt es eine Hausaufgabe und die muss zu Hause erledigt werden. Und dann ist aber niemand da, der einem weiterhelfen kann. Also wenn man jetzt von Eltern mal abgeht. Bei Flip Classroom ist es so, dass es andersrum gedacht wird, dass man nämlich so als eine Art Hausaufgabe, aber zur Vorbereitung sich den Input anschaut und die Theorie sich erarbeitet mit Videos, mit Lernmaterial und dann diese Aktivitäten, diese Übungen, diese Interaktion im Unterricht stattfindet, sodass dann die Lehrkräfte helfen können.
Es gibt zwei Begriffe dafür. Das eine ist Flipped Classroom, das andere ist Inverted Classroom. Das ist eine kleine, aber feine Unterscheidung darin, dass bei Flipped Classroom eher dieses Schulszenario gemeint ist, wo die Kinder ja kommen müssen. Das heißt, es muss sein, dass die in der Schule sind und deswegen die Aktivität auch verpflichtend ist. Beim Inverted Classroom geht es eher um dieses Hochschulmodell und Hochschulteilnahme ist ja häufig freiwillig und deswegen kann man nicht unbedingt zwingend davon ausgehen, dass die da sind. Das ist wichtig nachher für die Organisation der Präsenzzeit. Wer sich dazu nochmal vertiefen möchte, dem sei die Veröffentlichung von Jürgen Handke ans Herz gelegt oder im Schulbereich Videos von Sebastian Schmidt, der erklärt das auch wunderbar. Und für dieses Szenario kann man eben auch ein MOOC nutzen. Man kann sagen, man kann sich den MOOC als Lernmaterial nutzen und man kann sagen, schaut euch bitte jetzt Kapitel 3 an und das, die praktischen Teile davon machen wir in der Präsenz und dann zum nächsten Mal Kapitel 4 und so weiter. Und schließlich gibt es den Vorlesungs-MOOC. Das ist ein Szenario, das hätte ich fast verpasst, wenn es nicht in dieser Publikation drin gestanden hätte, weil wir das sehr häufig machen. Und zwar gibt es einen offenen Online-Kurs, der auch ganz verschieden gestaltet werden kann. Und dieser offene Online-Kurs wird dann bei uns in einer Lehrveranstaltung verwendet, also für eine Vorlesung. Und das äußert sich dann dadurch, dass wir noch in einem anderen Moodle-System die Studierenden in ihrer Lerngruppe haben. Die haben dann auch ihr eigenes Forum und die können dort sich mit den Dozierenden austauschen und werden dann aber für das Lernmaterial in den MOOC geschickt. Können sich das dann dort erarbeiten, aber machen dann vielleicht die Einsendeaufgaben, die im MOOC im Forum gemacht werden, schicken die vielleicht an die Dozierenden. Da ist es auch wichtig, dass wir am Ende meistens nochmal eine Möglichkeit zur Prüfung haben, weil Prüfungen in Hochschulen ja nochmal anderen Regularien im Prüfungsrecht unterliegen. Als Beispiele, ein sehr schönes Beispiel von den Österreichern ist der gesellschaftlichen Aspekte der Informationstechnologie. Da schauen Sie diesen MOOC an und schreiben begleitend ein Essay dazu in Ihre Lehrveranstaltung. Das passiert dann wieder im eigenen LMS. Das Charmante an diesem MOOC ist aber, dass dieser MOOC nicht aus, ich sag mal, aufgezeichneten Vorlesungen ganz üblich und jedes Mal steht der gleiche Prof vorne besteht, sondern da sind Expertinnen und Experten eingeladen gewesen, die zu ihren Spezialgebieten was erzählen. Und da ist jede Woche ein anderer Experte dran. Und dadurch, dass ganz schwer ja jedes Semester wiederholen lässt mit dem gleichen Aufwand, haben die das halt einmal aufgezeichnet und können darauf jetzt bauen und müssen vielleicht nur ein, zwei Sachen erneuern und aktualisieren. Wir haben das aber zum Beispiel auch gemacht beim MOOC Netzwerksicherheit. Netzwerksicherheit war ein Kurs, der für Menschen gemacht wurde, die sich nebenberuflich weiterbilden, basierte aber auf einer Lehrveranstaltung, sodass dann auch die Studierenden an diesem MOOC teilnehmen konnten und wir konnten es auch durch die Förderung eben auch ermöglichen, dass die Prüfung für diesen Kurs auch geöffnet wurde. Das heißt, die Leute konnten an der Prüfung dazu teilnehmen, konnten sich ein Hochschulzertifikat erwerben und wenn sie wollten, konnten sie es versuchen, für ihr eigenes Studium anrechnen zu lassen. Der Kurs Digitalen Selbstschutz, den ich am Anfang als Beispiel angezogen habe, der funktioniert genauso. Da gehören drei MOOCs zusammen, die gemeinsam eine Lehrveranstaltung sind und bei denen man über diesen ganzen Prozess in einen Report schreibt, der dann als Studienleistung, als Prüfungsleistung mit fungiert und den man dann präsentieren muss. Gut. Das waren jetzt die Beispiele, wie man das Ganze arrangieren kann. Man hat natürlich innerhalb dieser Grobkonzepte nochmal sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Aber wie entscheide ich mich denn jetzt, was ich da jetzt genau tun kann und soll? Das Wichtigste ist, man hat ja einen allgemeinen Rahmen. Um den kommt man auch nicht drum rum. Das ist viel vorgegeben durch das Setting, in dem man sein Angebot anbietet, ob es jetzt eine Hochschule ist, eine Schule oder eine Weiterbildung, bei der ich selber entscheiden kann, wie viele Leute es sind. Oder ob ich mich einfach nur zu dritt mit Freunden treffe und sage, ich möchte jetzt das und das dazulernen. Es kommt immer stark auf die Anzahl der Teilnehmenden an. Also bin ich eher so eine Gruppe von 5 Leuten oder bin ich eine Gruppe von 500 Leuten. Auch wie diese verteilt sind. Also sind die an allen Enden des deutschsprachigen oder internationalen Raums zu finden und es ist total schwer, die mal zusammenzubekommen für eine Präsenzveranstaltung. Oder sind in verschiedenen Zeitzonen, dann kann es auch schwer sein, was Synchrones zu veranstalten. Oder sind sie ohnehin jetzt alle hier in Lübeck, vielleicht in sogar in der gleichen Straße, dann ist es viel einfacher, wenn wir uns mal hier um die Ecke treffen.
Welchen Zeitrahmen haben wir zur Verfügung? Also geht es eher so rum, eine zweistündige Weiterbildung für irgendwas zu machen, dann brauche ich keinen großen Aufriss mit Blended Learning vielleicht machen. Oder ich muss es vielleicht gerade machen, weil ich nur diese 2 Stunden in Präsenz habe und die Leute vorher offen gemeinsames Vorwissen bringen muss. Welche Infrastruktur steht zur Verfügung? Und das gilt für das Digitale als auch für Präsenz. Habe ich ein Lernmanagementsystem? Haben alle Leute Zugriff zum Internet? Habe ich vielleicht noch ein Webkonferenzsystem, mit dem ich synchrone Sachen machen kann? Habe ich Räume, in denen ich mich treffen kann? Solche Fragen stehen dann bereit. Also hier muss man immer abwägen, welchen Aufwand habe ich, das zu organisieren? Welche Ressourcen kann ich einbringen? Es bringt dann nicht zu sagen, ich muss jetzt unbedingt online Teil machen, nur um Online-Teil zu machen oder andersrum. Bloß weil mir jetzt irgendjemand sagt, ich muss einen Präsenzteil drin haben, was bringt der mir denn? Also wofür lohnt es sich da irgendwo hinzufahren? Vielleicht kann man ein paar Empfehlungen geben, was geht besser online bzw. asynchron. Da geht es natürlich gut, Vorwissen anzugleichen. Also zu sagen, ihr braucht die und die und die und die Sachen und wenn ihr die nicht wisst, dann habt ihr hier Lernmaterial oder Videos oder einen kleinen Kurs dazu. Welche die euch auf ein Vorwissen bringen, dann können die Leute, die es schon wissen, können sie überspringen und sagen, okay, ich weiß das schon. Und die anderen können 3 oder 4 Stunden investieren vielleicht. Das kann jeder dann machen, wenn es für ihn oder sie am besten passt. Wenn man sich Lernmaterial im Vorfeld erarbeiten soll, also wenn man sagt, okay, ich muss hier mal was lesen, das dauert aber bei dem einen eine halbe Stunde und beim anderen dauert es 2 Stunden, weil er oder sie immer unterbrochen wird. Oder ich muss mal eine Aufgabe rechnen, die einen schaffen das schnell und die anderen schaffen das nicht so schnell. Das kann man auch asynchron machen. Man kann Leute vorbereiten. Gerade wenn man vielleicht, angenommen, man sagt, okay, in der Präsenzveranstaltung wollen wir ein eigenes Projekt bearbeiten, dann ist es eigentlich immer ganz cool, im Vorfeld einen Input zu geben und zu sagen, wenn wir uns treffen, dann wollen wir ein Projekt machen. Überlegt doch schon mal, was ihr machen wollt. Wir müssen die und die und die Voraussetzungen dafür erfüllen. Haben die Leute länger Zeit, vielleicht auch auf eine Anreise für eine Präsenzveranstaltung, sich da ein Thema auszudenken und die erste halbe Stunde ist nicht mit sowas verloren. Wie bei dem einen Kurs schon erwähnt, man kann so auch Interviews von Expertinnen und Experten dazu holen und da nochmal das Ganze aufstreuen und ganz andere Reichweite kriegen. Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, also alles, was irgendwie eine Orts- und Zeitunabhängigkeit braucht oder ermöglicht, das kann man besser online oder asynchron machen. Was ist mit Präsenz? Wann ist das besser? Oder synchrone Sachen? Es ist natürlich so, wenn ich bestimmte Geräte oder bestimmte Infrastrukturen brauche, ne? Also wenn ich zum Beispiel in ein Museum gemeinsam gehen möchte oder eine Werkstatt brauche, dann komme ich da sowieso nicht drum herum, mich in Präsenz zu treffen. Aber auch wenn ich Sachen diskutieren muss und dann vielleicht nötig ist, dass ich synchron zusammengeschaltet bin. Es gibt so ein paar Sachen, die brauchen weitere Voraussetzungen, zum Beispiel Prüfungen im Hochschulrecht. Die lassen sich nicht immer rein digital abbilden, beziehungsweise ist es dann sehr, sehr viel schwerer, weil Sachen mehr abgesichert werden müssen. Also was ist, wenn jetzt hier hinter dem Rechner jemand stehen würde, der mir die Ergebnisse sagt oder ich habe einen In-Ear-Kopfhörer drin, das lässt sich alles schwer kontrollieren und da ist es dann manchmal doch tatsächlich einfacher, dass die Leute in Präsenz zusammenzuholen oder eben auch eine Ergebnispräsentation. Da ist es vielleicht besser, man macht die synchron über eine Webkonferenz, weil man dann gleich Fragen im Anschluss stellen kann. Alles, was gemeinsame Interaktion erfordert, ich glaube, das brauche ich nicht weiter zu vertiefen. Oder auch eben informelle Lerngruppen, dass man sich gemeinsam trifft, das ist vielleicht gemütlicher, man kann, jeder lernt so seins, aber kann den anderen Fragen stellen, man hat sich eine Zeit ausgemacht, zu der man sich da treffen möchte. Oder auch bei Sachen, bei denen man andere kennenlernen möchte, bei denen es auch wichtig ist, dass man sich cool austauschen kann und Networking betreiben kann. Für mich persönlich ein Punkt, der immer noch sehr wichtig ist, dass man sich Zeit nehmen kann. Also wenn man sich zu einer Veranstaltung in Präsenz oder einer synchronen Veranstaltung committet, dann nimmt man sich dafür Zeit. Und ich habe persönlich sehr eine Liste von ganz vielen Lernmaterialien, wo ich sage, oh, das könnte ich mir alles mal angucken und das auch mal noch lernen. Aber dadurch, dass ich es immer machen kann, ist es jetzt auch nie dringend. Währenddessen, wenn ich es im Kalender stehen habe, dann nehme ich mir die Zeit dafür und habe mir die Zeit dafür geblockt. Gut. Das waren die Möglichkeiten, wie man Online-Kurse mit Synchron- oder Präsenzveranstaltungen verweben kann. Ich hoffe, es hat einen guten Einblick gegeben. Es hat noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, das nach links und rechts zu erweitern. Ihr seid da sehr frei und ich danke für eure Aufmerksamkeit.